So. Jetzt weiß ich auch endlich, dass gelb heißt, der Gegner ist in Reichweite für Pfeile und sowas. Und rot heißt, der Gegner ist in Reichweite für ein Attentat. Schön, dass mir das Spiel das auch mal sagt. Aber das habe ich mir ja schon fast gedacht, außer dass gelbe heißt für Reichweite oder so. Aber rot für Attentat, das war mir schon klar. Aber man kann mit Dreieck sozusagen schon einen Fernkampfangriff machen auf die gelben, also auf die gelb blinkenden. Wow. Das gibt's auch nicht in jedem Assassin's Creed. Diese verschiedenen Farben, da gibt es entweder nur rot oder keine Ahnung. Ah, Kutsche. Ich sagte Kutsche. Los, geh weg. Einfach mal hier GTA-Style mäßig. GTA-Style. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen bescheuert. Aber ich darf das. Ich hab keinen Führerschein. Ich kann nicht Auto fahren. Hier, guck. Kann ich nicht. Hab ich nie gelernt. Gummibäume, wir brauchen mehr Gummibäume. So, da wäre auch Charles Darwins nächste Herausforderung. Ich nenne das immer Herausforderung. Oh, schön. Verlandung. Da sind sie ja. In der heutigen Zeitung steht ein Widerruf zu Mr. Was? Da sind sie ja. In der heutigen Zeitung steht ein Widerruf zu Mr. Owens verleumderischen und ignoranten Ansichten zu meiner Arbeit. Allerdings fühle ich mich selbst wie ein Fossil heute. Wären Sie so freundlich, mir eine Ausgabe der Zeitung zu besorgen? Ja, okay. Den Straßenhändler erreichen. Aufhören! Was Hilfe? Boah, wie schnell der ist. Aha, catch me if you can oder was? Alter. Klettern macht mir keiner was vor. Doch, er. Alter. Alter, wie schnell. Den kann ich nicht rammen, der ist zu schnell. What the fuck? Sag mal, hast du den Verstand verloren? Was geht denn mit dir? Was? Was war das denn jetzt? Oh, wird er müde? Wird der Herr Angreifer müde? Boah, lauf, Mann! Was war das jetzt? Wow! Wow! Der ist verdammt schnell, was soll das? Halt! Stehen bleiben! Oder ich schmeiße Pfeile, ach nicht Pfeile, Messer! Der wird jetzt bestimmt gleich vom Zug erwischt. Wusch! Korrekt. Nun sagen Sie mir, warum Sie den Zeitungsjungen angreifen. Ein Mann bezahlt uns, damit wir die Jungs zwingen, das Flugblatt hier zu verteilen. Hier, nimm das verdammte Ding und lass mich in Ruhe. Das wird Mr. Darwin sicher interessieren.
Was? Schmerzhafte was? Was? Schon beendet? Was soll das? Warum? Mein Logbuch gucken haben wir wirklich schon. Ah ja, wir müssten eigentlich neue Fortschritt bekommen haben. So. Ja, wir haben eine neue Mission. Aber wo? Ach, willst du mich verarschen? Ich habe gerade erst die Zeitung geholt und dann will er, dass ich eine halbe Stadt reise oder was? Aber so langsam werde ich müde, so langsam sollte ich mal aufhören aufzunehmen. Aber egal. Ich ziehe das jetzt noch durch. So. Ladebildschirm, was nun? Hä? Ah ja. Von hier aus ist es nicht mehr weit zu Darwin. Ist ja hier gleich um die Ecke. Naja, aber übers Dach geht wahrscheinlich jetzt hier schneller, weil... Einmal kurz den Block umspringen. Oh, beim Zug, really? Was ist das für ein Geräusch? So, Mr. Darwin. Schmerzhaftes Spottbild. Wir sind keine Affen. Wenn die Umstände nicht so ernst wären, würde ich dem Künstler zu dieser wundervollen Karikatur gratulieren. Das sind Narren, wenn sie glauben, den Fortschritt aufzuhalten, indem sie Flugblätter drucken und Zeitungsjungs töten. Ah. Was willst du von mir? Das ist Vandalismus. Jemand sollte die Polizei. Was willst du? Hä? So. Du machst was ganz Schlimmeres als Vandalismus. Nee, du machst Vandalismus auch. Genau. Hat man zu mir gesprochen eigentlich oder zu denen? Ich glaube zu mir. Moment mal. Ich glaube, ich bin hier unten richtig, oder? Nein, bin ich nicht. Nee, es ist schon oben. Ja, damals hat man sich halt schon lustig drüber gemacht, über die Theorie, dass wir vom Affen abstammen.
Na komm. Was? Warum ist hier ein Sperrgebiet? Wieso? Na komm her. So, Plakat her. So. Fehlt nur noch ein Plakat. Dafür nehme ich die Kutsche. Es ist nämlich viel zu weit weg. Na komm. Lasst mich durch, Mann. So schwer. Auf geht's. Darf ich Ihre Kutsche? Danke. Schlau gemacht, es hier dran zu heften. Aber nicht schlau genug. So, und dann muss ich jetzt wieder zurück. Oh, ey. So ein weiter Weg. 400 Meter, 300 jetzt nur noch. Gibt's noch mehr Plakate? Ja. So, hab dich. So. Kanaleingang finden. Warum auch immer jetzt ich den Kanal. Na gut, der wird es mir gesagt haben. Aber gehen wir erstmal hier lang. So. Da rein. Runter. Die Druckerei finden. Im Kanal haben die eine Druckerei. Sind die denn wahnsinnig? Das ergibt keinen Sinn. Na gut, ergibt Sinn. Man will nicht entdeckt werden, aber Kanal... Na gut, mal sehen, ob wir die Kanalratten hier unten finden. Hier geht's nicht lang. Okay, dann geht's wohl hier lang. Ah.
alle Druckerpressen gleichzeitig sabotieren. Wie soll das gehen? Ach, du bist der Big Boss? Du bist so ein toter Big Boss, okay. Was ist, wenn ich das hier hinlege? Und das hier hin? Wartet mal, eine Kettenreaktion muss her. Eine große Kettenreaktion. Im Wasser. So. Ach du Scheiße, wird das schwierig. Sind hier noch mehr? Dann bin ich mal gespannt. Okay, und jetzt hier weg. Das ist wahrscheinlich der falsche Weg. Wir werden sowas von sterben. Nein. Wir hätten eine Kette legen müssen. Ich dachte, die Fässer gehen mit hoch. Aber nee. Also weiß ich wenigstens, wie ich es nächstes Mal machen kann. Das ist so eine schwere Herausforderung. Aber auch die hätten wir gemeistert. Und zwar nicht die Herausforderung, aber die Mission.